Domian. So, ihr Lieben. Im WDR-Fernsehen. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, wie immer, eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und bitte vergesst nicht in die Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht ist die Christina und Christina ist 36 Jahre alt. Hallo Christina. Hallo, hallo Domian. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dich zu sprechen. Okay. Ja, ich muss mit jemandem reden und ich habe leider niemanden. Das ist ja, um was geht's denn? Ich hatte einen ziemlich schlimmen Tag. Was ist passiert? Ich arbeite im Rettungsdienst und hatte heute den bisher schlimmsten Einsatz in meinem Arbeitsleben. Mhm. Was war das für ein Einsatz? Es kam die Meldung Suizidversuch. Mhm. Ja, und ich habe das jetzt nicht zum ersten Mal. Dann macht man sich natürlich auf die Fahrt da zum Einsatzort so einige Gedanken, was das sein kann. Ich habe schon Patienten gehabt, die sich die Pulsadern aufgeschnitten haben oder Tabletten eingenommen haben oder sowas. Hm. Und sie kamen halt in so einer Wohnsiedlung an und sind aus dem Auto gelaufen und da kam uns halt eine sehr aufgeregte, mittelalter Frau entgegengelaufen und rief, mein Mann hat sich in den Kopf geschossen. Hm. Ja, und in dem Moment, naja. So etwas hattest du auch noch nie erlebt? Nein. Ich hab natürlich auch schon viele Tote dann vor Ort gesehen, jetzt auch durch Gewalteinwirkungen. Ich hatte auch schon mal jemanden, der auf der Autobahn überfahren worden ist und tot gewesen ist sofort. Aber so, es gibt halt so äußere Gewalteinwirkungen, die nicht mit dem Leben zu vereinbaren sind. Ist ja klar, ne? Und ich meine, wenn man hört, es hat sich jemand in den Kopf geschossen, dann ist natürlich die erste Reaktion, okay, da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Ne? So, die Frau kam euch entgegenlaufen und sagte das. Ja, genau. So, da musstet ihr aber in die Wohnung rein. Nee, die hat uns den Weg dann gezeigt, also zum Eingang. Ja. Und meine Kollegen, die waren schon da, haben mich dann an der Tür empfangen. Und ich merkte schon, dass die sehr aufgeregt waren. Und die haben mir dann den Weg gezeigt zu dem Zimmer, zu der Toilette und die Tür aufgemacht und da saß er auf dem Toilettensitz, also es war so ein Gästetoilette, also nur ein kleiner Raum mit einer Toilette und einem Waschbecken davor und hat mich angesehen. Hat dich angesehen? Ja. Der lebte noch. Der lebte noch? Ja. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich denken sollte. Also, weißt du, was ich jetzt spontan gedacht hatte? Ja. Dass der Kopf komplett zerplatzt gewesen wäre. Ja, ich hätte jetzt gedacht, okay, es haben mir viele Kollegen auch schon gesagt, zum Beispiel, sie haben jemanden gesehen, der sich erschossen hat, der dann zum Beispiel ein großes Loch im Hinterkopf hat. Das ist ja oft so, dass das Einschussloch klein ist und das Austrittsloch ist groß. Mhm. Aber der hatte sich den Unterkiefer weggeschossen. Der hatte sich den Unterkiefer weggeschossen? Ja. Und war bei Bewusstsein und schaute dich an? Ja, richtig. Sagt er irgendetwas? Oder? Nee, konnte er nicht. Der gesamte Unterkiefer und war weg, ja. Und der Oberkiefer war gesprengt. Jammerte? So ab der Nase nach oben war alles intakt, ja. Wimmerte er? Nein, konnte er nicht. Gar nicht? Nee, aber er hat noch geatmet, ja. Mhm. Durch diese offene Wunde, ja. Also, man mag sich das gar nicht vorstellen, dass der ganze untere Kopfbereich weg, also der ganze untere Gesichtsbereich richtig, weggerissen genau, ist. Ne? Richtig, genau. Also man hat den Rest, also die Hälfte der Zunge noch gesehen. Ja? Und es lag natürlich unter ihm jetzt eine Lache Blut. Ne? Es hat jetzt aber nicht gespritzt, ne, sondern so getropft. Jetzt muss ich mal eben fragen, das hatte ich ganz am Anfang nicht mitbekommen. Bist du Ärztin? Ich bin Ärztin, ja. Du bist Ärztin. Mhm. So, jetzt siehst du das. Der Mann guckt dich an. Das sind endlose Sekunden. Aber da musst du ja etwas tun. Was hast du getan? Ich konnte intuitiv nicht glauben, dass er lebt. Mhm. Und da habe ich einfach nur sein Handgelenk genommen und den Puls gefühlt. Und der Puls war kräftig. Mhm. Ja. Und dann habe ich konnte einfach nur in sein Gesicht sehen. Ja. Und da ist ein Loch drin. Ne? Mhm. Und ich habe zwar auch schon, wie gesagt,
ich habe auch schon mal jemanden gesehen, der sich den Kiefer gebrochen hat, also wo die Zähne dann schief stehen und sowas, wie aus, jemand, das aus dem Mund blutet oder so. Ich hab wirklich schon einiges gesehen, aber das war einfach nicht zu beschreiben. Und du hast ja noch Leute bei dir, die dir helfen. Das sind ja richtig. Was habt ihr denn mit diesem Mann gemacht? Das Problem ist, ich muss sie ja im Prinzip delegieren. Ne? Ich muss ihnen dann sagen, okay, jetzt machen wir das und jenes. Und du warst ja einzige Ärztin, der einzige Arzt hier vor Ort. Ja, in dem Moment, ja. Ich habe denen dann gesagt, sie haben die Geräte reingeholt, ne, da ist Sauerstoff bei, da ist ein EKG dabei. Mhm. Und wie gesagt, also... Habt ihr den Mann dann runtergehoben von der Toilette und ihn irgendwie hingelegt? Ich habe ihn erstmal da sitzen lassen. Ja. Wie gesagt, ich habe seinen Puls geführt und dann habe ich erstmal überlegt, so, was ist jetzt der nächste Schritt? Ne? Und dann habe ich den Sanitätern halt gesagt, sie mögen die Liege oder eine Plane oder irgendwas holen. Mhm. Weil ich musste ja mit ihm aus dieser engen Toilette raus. Ne? War denn die Toilette sehr blutverschmiert? Der Boden, ja. Der Boden, ja. Und das Waschbecken auch. Mhm. Ne? Habt ihr den Mann dann rausgeholt aus dem Toilettenraum? Ja. Und der ist aufgestanden und ist gelaufen. Der ist aufgestanden und ist gelaufen? Ja, bis in den Flur. Ne, und da hat mir so ein Tragetuch hingelegt, ne? Und da haben wir ihn hinsetzen lassen, ne? Und normalerweise jetzt der nächste Schritt wäre natürlich so, die Atemwege zu sichern, ne? Oder so zu intubieren, aber das ging nicht. Ja. Das ging nicht, warum? Ja, zum Intubieren, also um einen Schlauch in die Luftröhre einzuführen, durch den Mund, ne? Aber da war ja gar kein Mund mehr. Genau, richtig, ne? Und der Oberkiefer, wie gesagt, war auch gespalten. Also ich habe ihn dann ein bisschen so durch die Nase Blut abgesaugt. Mhm. Er hat jetzt eine relativ gute Sauerstoffsättigung auch gehabt. Ja. Während dieser fast schon gespenstischen Szenen, er sitzt da, er schaut dich an, er schaut euch an, er geht raus. War die Frau auch währenddessen dabei? Nee, die haben wir sofort rausgeschickt. Ach so. Mhm. Ja. So, dieser Mann ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Ja, das hat noch eine Weile gedauert, weil wie gesagt, diese Atemwegssicherung nicht funktionierte. Mhm. Ne? Und wir konnten ihn auch nicht hinlegen. Das war auch, wir haben es versucht, ne? Aber es war direkt sinnlos, weil wenn er jetzt gelegen hat sozusagen diese Blutung, die aus dem Kiefer gekommen ist, jetzt in seine Luftröhre eingedrungen und damit hat er keine Luft mehr gekriegt. Also wir mussten ihn sitzen lassen und wir haben Nachschub geordert sozusagen, also personellen Nachschub, einen zweiten Notarzt und noch einen Rettungswagen und er ist jetzt auch sehr, sehr schwer gewesen. In so einem Fall, wenn der Mensch selbst nicht das Bewusstsein verliert, legt ihr, also die Notärzte, so einen Menschen nicht schnell in einen Dämmerschlaf oder in eine leichte Narkose? Also wenn die Vitalfunktionen in Ordnung sind, gibt es da eigentlich keinen Grund für. Dann könnte sich der Zustand eigentlich nur verschlechtern. Ach so, die Narkosemittel, die wir geben, setzt ja die Atmung aus. Ach so, verstehe. Ja. Aber du hast ihm wahrscheinlich Schmerzmittel gegeben. Ja, habe ich sofort. Hat dieser Mann das überlebt? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht. Ihr verfolgt die Fälle dann nicht weiter, wenn ihr die Patienten abgegeben habt im Krankenhaus? Ja, ich bin noch weiter mitgefahren. Also wir sind insgesamt jetzt 3 Notärzte da dran gewesen. Also ich habe ihn dann mit dem zweiten Notarzt, der noch dazu kam, in einem Rettungswagen sitzend in das allernächste Krankenhaus gebracht. Wir hatten da vorher angerufen und dort ist er dann intubiert worden von mehreren erfahrenen Narkoseärzten. Aber das ist halt auch nur so ein kleines Krankenhaus gewesen und wir mussten ihn dann noch weiter verlegen in die Uniklinik. Ach so. Ist das so der normale Fall, dass ihr euch dann, weil ihr das ja auch zeitlich gar nicht könnt wahrscheinlich, dann nicht nochmal nachguckt, wie geht's dem Patienten? Ist das doch normal? Doch, das machen wir schon. Das machst du ja schon. Ja. Das heißt, morgen wirst du dich drum kümmern, übermorgen. Ja, ich habe ein Protokoll von dem Vorfall, auch mit dem Namen und da kann ich schon anrufen. Aber weißt du, Christina, was mich sehr wundert, du bist Notfallärztin. Ja. Du hast es gerade am Anfang auch gesagt, du hast wahrscheinlich schon unfassbar schlimme Sachen gesehen. Ja. Wie du es auch vorhin gesagt hast, überfahrene Menschen auf der Autobahn und alles Mögliche. Ja. Dass dich dann dieser Fall heute so sehr erschüttert hat, wie erklärst du dir das? Der Mann wollte nicht leben. Ja. Das heißt, er hat sich versucht, das Leben zu nehmen.
Und wir sind gerufen worden, wozu? Um eben das Leben zu retten. Mhm. Ja. Und es war offensichtlich, also eigentlich von der allerersten Sekunde, dass das nicht funktioniert. Mhm. Ja. Dass also jemand, dem das Gesicht fehlt, der kann nicht überleben. Ja. Ja. Das heißt, dem Mann stehen schlimme Qualen vor. Richtig, genau. Mhm. Genau, und das ist so widersprüchlich. Und hast du auch irgendwie so das Gefühl gehabt, ich bin ja fehl am Platz? Der Mann will gar nicht, dass wir ihn noch retten? Ja, natürlich. Mhm. Mhm. Wie kam der, na, das wirst du nicht wissen, darüber wird keine Zeit heute gewesen sein, zu reden, an die Schusswaffe? Weiß ich nicht, ich habe die auch selber gar nicht gesehen. Die haben die Sanitäter vorher schon weggeräumt, dass der da nicht noch drankommt und eventuell vielleicht uns sogar noch bedroht oder sowas. Mhm. Das kann ja auch alles passieren und ich habe die nicht gesehen. Ich würde so als Laie denken, wenn man sich das Leben nehmen will mit einer Schusswaffe, muss man verdammt gut mit Schusswaffen umgehen können. Ja. Und man muss wissen, wie man die ansetzt. Vielleicht ist er auch abgerutscht oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wer hilft euch, wenn ihr Hilfe braucht? Ja, das ist eine gute Frage, echt. Das ist mein Problem im Moment. Also ich meine, wir waren ja natürlich, wir machen so eine Nachbesprechung. Das heißt, man gönnt sich dann irgendwie so eine halbe Stunde Pause und raucht auch eine und steht dann da draußen nochmal vor dem Gebäude und redet nochmal mit den Kollegen darüber. Aber da ist der Adrenalinspiegel noch so hoch, ja, dass man natürlich dann noch relativ cool und abgebrüht ja, ist. Das kommt dann erst wahrscheinlich, wenn man nach Hause kommt. Eben, oder jetzt in der Nacht. Und ich bin jetzt allein zu Hause und ich falle völlig in mich zusammen. Hast du sowas Ähnliches in deiner Laufbahn schon mal erlebt, dass du so angeschlagen warst? Ja, einmal. Was war das so als Stichwort vielleicht nur? Ja, das war auch ein Suizid, ein erfolgreicher, wo jemand über eine dreispurige Autobahn gelaufen ist und dann von einem 40-Tonner erfasst worden ist. Und er hatte uns einen detaillierten Abschiedsbrief in seinem Auto an der Autoraststätte hinterlassen. Warum? Er war so kalt, ja. Der hat quasi mit seiner ganzen, Familie, Geschäftspartnern so quasi in diesem Brief abgerechnet. Christina, was ist die Motivation für dich, dass du genau in diesem medizinischen Bereich arbeitest als Ärztin? Tja, wenn du mich das mal vorher gefragt hättest, also was ich, also ein Studium, was ich für einen Fachbereich machen will, hätte ich gesagt, auf jeden Fall niemals Rettungsmedizin. Mhm. Ja. Aber nun machst du es. Das verkraft ich überhaupt nicht. Mhm. Ne? Und jetzt mache ich das seit 3 Jahren. Ich arbeite sonst in der Chirurgie. Mhm. Um ein bisschen fachübergreifend auch zu arbeiten. Mhm. Ja. Aber vielleicht ist das jetzt so ein Fall heute gewesen, der dir auch klar macht, dass das nun nicht wirklich dein Bereich ist. Und dass du da das dann... Das kann gut sein, da muss ich mir ein paar Gedanken drüber machen. Definitiv, finde ich auch, ja. Ich würde mich sehr gerne noch eingehender mit dir unterhalten, Christina, aber du weißt, dass ich so ein gewisses Zeitfenster hier immer habe in der Sendung. Aber ich biete dir jetzt, und da ist kein Zeitdruck, ein Gespräch mit meiner Psychologin weitergehend an. Das machen wir sehr gerne. Ja. Also, ich halte das nochmal fest, es gibt keine psychologische Betreuung bei euch, ne? Für doch, es gibt so Kriseninterventionsteams und sowas alles, aber wir sind halt hauptsächlich für die Angehörigen da, bei Todesfällen oder bei plötzlichen Kindstod und sowas alles. Und wir haben auch die Möglichkeit einer Nachbesprechung, also einer Fallnachbesprechung. Bloß, wie du gerade schon sagtest, irgendwie so auseinandergedriftet. Ja. Und wir machen das so, Christina, du legst bitte auf und wirst von Magdalena, das ist meine Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Mhm. Und vielleicht ist das wirklich, vielleicht heute so ein Wink des Schicksals für dich gewesen, dass du sagst, ich habe jetzt meine Erfahrung gesammelt in diesem Bereich und gehe aber jetzt auch raus. Genau. Das reicht, ja. Okay, danke dir. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Und hier ist der Martin. Martin ist 21. Hallo Martin. Hallo Domian. Hallo Martin. Um was geht's? Und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich bin 21 nun und bin jetzt schon mit 21 Jahren mit 56.000 Euro verschuldet. Oh weia. Durch eine leichte, große Spielsucht. Nennen wir sie eher eine Größe. Große Spielsucht. Ja, ist richtig, eine große Spielsucht. Das ist mittlerweile schon die Woche. Ja. Also die ganzen Schulden resultieren aus der Spielerei?
Ja, ist außer Spielerei, ja. Was spielst du? Ja, mit 18 Jahren hat es angefangen mit halt diese typischen Automaten, die an der Wand hängen. Mhm. Und jetzt seit eben, ja, ist das auch mit Pokern. Mit Pokern auch? Mhm. Ja. Mhm. Wo hast du diese 56.000 Euro Schulden? Bei wem? Na, erstens ist das durch die Spielsucht dann halt wegen Geld verloren und dann konntest du das nicht gleich zahlen, weil ich mich auch von einigen Leuten und von den Casinen Geld geliehen habe. Und jedenfalls wissen halt meine... Meine Frage war, bei wem du dieses Geld schuldest? Also du hast jetzt keinen Kredit aufgenommen, sondern es sind einzelne Personen, denen du das Geld zurückzahlen musst. Richtig, es sind sozusagen einzelne Hintermänner sozusagen, ja. Die mit den mit dem Casino zu tun haben? Die mit einigen Casinos zu tun haben, ja. Und die, wo man dann halt auch Geld leihen kann bei Leuten. Ach so, ist das irgendwie so eine halb legale Geschichte, dass die Geld leihen, was sie eigentlich verleihen, was sie eigentlich gar nicht dürfen? Na, ich sag mal, teilweise ist legal und teilweise ist illegal. Also du leihst dir bei irgendwelchen Hintermännern von diesem Casino Geld und gehst dann mit dem Geld in das Casino rein? Sozusagen, ja. Und das sind harte Hunde, die treiben ihr Geld irgendwann wieder ein? Naja, das ist richtig. Irgendwann will ja mal jeder sein Geld wieder haben, ja. Du musst irgendwas unterschreiben und dann sagen die, bis dann und dann wollen wir es zurückhaben, oder wie? Na, wenn man schon oft genug da war, dann kennt man die sich, da kennt man die Namen und die Leute wissen schon, wo man wohnt und wie die das am besten wieder rankriegen, ja. Wie kriegen die das denn am besten wieder ran? Na, entweder kommst du dick und klopfen mal freundlich an deine Haustür und fragen nach dem Geld. Mhm. Oder bedroht wurde ich auch schon, dass ein Teil von meiner Familie was angetan wird und dass da das Geld geholt wird. Oder zum Beispiel, wenn ich mal arbeiten bin, in meiner Wohnung gebrochen wird, da Fernseher rausgeholt wird oder weiß ich was, bloß damit sie das Geld halt kriegen. Verstehe. Was arbeitest du? Ich bin in der Kochlehre. In der Kochlehre? Ja. Das heißt, da verdienst du nicht viel Kohle? Na, jetzt im dritten Lehrjahr 357, ja. Ja, da kann man keine großen Sprünge machen. Ist richtig, ja. Mhm. Insgesamt, so von den allerersten Anfängen, wie viele Jahre bist du dabei? Also seit meinem 18. Lebensjahr, 3 Jahre jetzt, ja. Mit 18 definitiv fing es an? Mhm. Ja. Mhm. Mit 18 fing es halt, wie gesagt, an mit dem Spielautomaten an der Wand. Mhm. Also das war bloß so durch eine kleine Feier, saß man da halt in Betriebsfeier, saß man dann in so einem Restaurant und da bin ich halt mal rangegangen, hab mein Glück probiert, hab auch gleich was gewonnen und dann nächsten Tag gleich wieder und dann fing das all so ganz langsam an und das hat sich dann immer mehr steigert. Mhm. Hast du eine Freundin? Nein. Nee. Wer weiß von diesem ganzen üblen Umstand, von diesen 56.000 Euro zum Beispiel? Also bis jetzt bloß ein guter Spielfreund. Weil der mit Mikro spielen geht. Ah ja. Wie ist dein Kontakt zu deiner Familie, deinen Eltern? Ja, mein Kontakt ist gut. Also ich spiele sozusagen auf heile Welt von meinen Eltern. Die ahnen gar nichts? Nee, die ahnen nichts, nee. Aber jetzt steht dir das Wasser allmählich bis zum Halse. Ja, das stimmt wohl wirklich. Hast du denn schon von dir aus mal einige Versuche unternommen, letztendlich davon wegzukommen? Also, wie gesagt, ich habe schon in meiner näheren Umgebung, halt schon bei mehreren so Spielhäusern und Casinen, habe ich mich dann halt nun weit sperren lassen. Mhm. Und halt in anderen Bundesländern, sage ich mir jetzt mal so, wo ich öfters mal arbeite, da ist dann halt die Versuchung größer. Also, wie gesagt, wenn ich da dann so einen Automaten an der Wand sehe, dann ist das wirklich so, der blinkt dann halt so. Mhm. Und da spricht dann halt eine innere Stimme zu mir, ja, komm her, steck dein Geld darin und drück auf die Tasten. Aber du hast ja bisher noch keine professionelle Hilfe gesucht. Du hast noch keine Suchtberatung zum Beispiel. Also, das habe ich einmal probiert, aber ich habe es nicht durchhalten. Warum nicht? Da war die Versuchung größer. Ja, also wie gesagt, das ist wie ein Drogenabhängiger, der von Koks abhängig Absolut. Ist, der seinen Koks nicht kriegt. So ja, das ist mir völlig klar. Deswegen ist natürlich der Weg, davon wegzukommen, immer hart. Ja, das ist wirklich... Immer absolut hart, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das ist wie ein eiskalter Entzug sozusagen. Du hast 56.000 Euro Schulden. Das ist ja eine unglaubliche Summe für einen 21-Jährigen, der gerade in der Lehre ist. Wie stellst du dir das denn für dein eigenes Leben jetzt weiter vor, wie es weitergehen soll? Ja, das ist leichter gesagt als getan, ja. Also ich wollte eigentlich nochmal probieren, so eine Suchthilfenberatung da wegen Spielsucht da anzutreten. Mhm. Und dann halt das meine Eltern probieren zu beichten. Mhm. Dass sie dann halt wissen, was ich für Probleme habe und nicht mehr so sozusagen vor meinen Freunden und vor meiner Familie so feile Welt tue. Mhm. Finde ich absolut richtig. Du kannst jetzt nur in die Offensive gehen. Wenn du einmal für dich die Entscheidung getroffen hast, ich muss und will da jetzt raus,
Das ist die wichtigste Grundvoraussetzung, dass du das für dich entschieden hast. Ja, richtig. Also wie das Spruch bei Poker, nur mit offenen Karten spielen. Ja, so. Und dann ist der richtige Schritt, wie du es gerade gesagt hast, dass du deinem ganz nahen Umfeld das erzählst, was los ist mit dir. Und dass du dir so schnell wie möglich, wir werden dir auch gerne gleich noch ein paar Adressen an die Hand geben, dass du dir eine professionelle Unterstützung und eine Suchtberatung und eine Therapie oder was man jetzt da alles machen muss, dass du das organisierst. Ja. Es geht mir aber gerade die ganze Zeit im Kopf rum, diese 56.000 Euro, kann man damit zu einer Schuldnerberatung gehen? Das sind doch alles Ganoven, bei denen du das geliehen hast. Ja, ich sag mal so, Ganoven nicht so. Es ist ein Teil zwar so hinter, wie sagt man dazu, nicht legal, aber ja. Teil ist auch so Pfandleihhäuser. Ja, aber ich bin sicher, dass da die Suchtberatungsstellen, die kennen sich damit aus. Die werden wissen, wie du dich da verhalten sollst und ob da eine Schuldnerberatung hilft und zieht und was weiß ich. Da sind die ja nun täglich mit vertraut mit solchen Fragen. Ich denke mal schon, ja. Also deswegen habe ich auch bei dir angerufen und wollte nur fragen, wie ich nun vorgehen kann und so. Ich finde, dass du es erstmal schon selbst ganz gut beschrieben hast. Klar Schiff im engen persönlichen Umfeld machen und gleichzeitig dir gezielt professionelle Hilfe suchen. Ja, also das muss ich nun wirklich machen. Ja, das ist du musst es machen. Du musst es machen. Du kannst dein ganzes Leben vergessen. Ja. Ich meine, du machst eine Lehre und du willst irgendwann Koch sein und deinen Beruf ausüben. Das kannst du alles vergessen. Du gehst komplett vor die Hunde. Das ist genauso eine Sucht. Du hast es richtig gerade gesagt, als wärst du Heroin oder Kokain abhängig. Na, also ich habe es auch schon mal probiert mit, dass ich mich vom Kumpel einschließen lasse zu Hause und dass ich halt nicht rauskomme. Mhm. Aber weiß ich nicht, man wird verrückt, man guckt im Fernsehen, sieht da blinkende Lichter und ja, dann verwandelt sich der Fernseher sozusagen so wie ein Spiel. Da müssen professionelle Hände ran. Also ich glaube, dass das so einfach nicht zu machen ist, mit mal in der Wohnung einschließen lassen. Hast du eigentlich in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren, hast du da mal eine Beziehung gehabt? Ja, eine Beziehung halt gehabt, ja. Die wusste auch nichts von all dem? Doch, die wusste von, also die hat dann knallhart zu mir gesagt, entweder du mal hörst jetzt auf mit der Sache. Ach so. Oder... Ich bin weg. Ist vorbei, ja. Und sie war dann weg? Ja, sie war dann weg, weil ich nicht mit der Sache aufhören konnte. Ja, das Krasse war ja, sie hat ja auch noch ein bisschen weiter weg gewohnt. Sie wohnt nun halt in Tangermünde und ich in Magdeburg. Und das ist schon gut krasse 20 Kilometer entfernt. Und weiß ich nicht, wenn ich dann abends Feierabend hatte, nachts, was heißt abends, nachts als Gastronomie an die Städte, hat man ja Nachtschluss. Dann ist er durch die Straßen gegangen und hat dann die blinkenden Schilder gesehen, weiß ich nicht. Und dann war dann halt zu anziehen, also wie eine Möglichkeit, auf dem Ding das Licht losgeht. Natürlich kannst du dir auch jede Art von ordentlicher Beziehung abschminken, wenn du nichts unternimmst, weil in die Situation wirst du immer kommen, dass irgendwann eine Frau sagt, pass mal auf, entweder ich oder deine Spielerei. Ja, ist richtig, ja. Und dann sind die Frauen weg. Aber ich glaube, da muss ich dich gar nicht überzeugen, das weißt du selbst. Ja, das ist richtig, ja. Also ich muss, wie gesagt, mein Leben voller Bezufferei kriegen. Ja. Absolut. Und ich sag's nochmal, die wichtigste Entscheidung ist immer erst, dass du das willst, dass man das selbst will. Ja. Und dann holt man sich Hilfe, wenn man das alleine in den meisten Fällen nicht schafft. Wo du gezielt jetzt auch noch Hilfe dir suchen kannst, auch in deiner Stadt, in deiner Umgebung, das würden wir dir jetzt gerne an die Hand geben, wenn du möchtest. Ja, das wär in Ordnung. Ja. Das machen wir gerne. Martin, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Eine kurze Frage halt noch. Bitte. Ich wollte mal nun fragen, noch wegen Autogrammkarten, wenn er geht. Na klar, kein Problem. Dann kannst du meiner Psychologin gleich deine Adresse sagen. Alles klar. Alles Gute. Okay. Und toi, toi, toi. Ciao. Tschüss. Hier ist Hagen. Hagen ist 34. Guten Morgen, Hagen. Guten Morgen. Hagen, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte mit dir reden über meine letzte Nacht in Deutschland. Deine letzte Nacht in Deutschland? Ja. Das ist heute die letzte Nacht in Deutschland? Richtig. Wohin gehst du? In den Flieger und dann ab in die neue Heimat. Wo ist die neue Heimat? In Kanada, in Vancouver. In Kanada, wie spektakulär. Ja. Du bist ein Auswanderer. Richtig. Das ist ja irre, das ist ja irre. Was wirst du in Kanada tun? Ich gehe in die Hotellerie. Und was machst du da? Ich werde bei einem großen deutschen Hotel anfangen. Die Steigenberger Group, falls ihr das was sagt. Natürlich, natürlich. Erste Adresse, ne? Ja, genau. Aber das ist nicht nur so für eine Weile jetzt mal, wie so viele, die im Hotelfach arbeiten, die arbeiten mal im Ausland. Du wirst richtig auswandern. Richtig, das ist ein Dauerarbeitsvertrag für mindestens 10 Jahre und dann sehen wir weiter. Du hast hier alle Zelte abgebrochen in Deutschland? Richtig. Warum willst du nicht in unserem schönen Deutschland bleiben?
tja, mich hält hier nichts mehr. Familie habe ich keine mehr und Perspektive sehe ich auch keine mehr. Es wird immer schlimmer, hier einen Arbeitsplatz zu finden, insbesondere hier im Hotellerie, und das hat mich so angenervt. Hast du denn bisher hier auch im Hotelfach gearbeitet? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ja gelernter Reiseverkehrskaufmann. Ich habe ja im Reisebüro gearbeitet. Ja. Und das Reisebüro, wo ich gearbeitet habe, ist pleite gegangen. Mhm. Und dann einen neuen Job zu kriegen in dem Fach ist sowieso schwierig, weil der Markt total überlaufen ist. Ja. Und dann habe ich versucht, in der Hotellerie, habe mich bei Steigenberger in Frankfurt beworben. Ja. Und die haben gesagt, nein, bei uns nicht. Aber wenn sie wollen, Kanada, haben wir ein neues Hotel aufgemacht, können wir gerne hin. Und da habe ich sofort ja gesagt. Ohne eine Sekunde zu überlegen. Jetzt nochmal die ganz konkrete Frage, was wirst du in diesem Hotel in Kanada machen? Was ist dein Aufgabenbereich? Ja, ich werde an der Rezeption arbeiten. Mhm. Und da ich eine Berufserfahrung habe, die schon etwas länger ist, werde ich dort gleich Chef werden. Super, das ist ja toll. Ja, also ich kann das gut verstehen, wenn Leute so eine Sehnsucht haben, irgendwie in vielleicht ganz woanders in einem Land ihrer Träume einen neuen Anfang zu machen. Übrigens, ist das ein Land deiner Träume gewesen, Kanada? Ja. Das ja, schon. Weil ich da schon viel Urlaub gemacht habe. Du kennst dich also relativ gut aus. Ja, in Kanada sowieso. Und ja. Das war für mich wie ein Segen, wie als wenn mich jemand erhört hätte. Ja, also ich kann das schon so verstehen, aber dennoch, du sagst, es hält mich nichts mehr hier, es gibt keine Familie mehr, aber dennoch gibt es so bestimmt Bekannte oder Freunde. Ja, Freunde schon, aber deswegen hier in Deutschland zu bleiben, das wäre Blödsinn. Du bist auch Single zurzeit? Nein, bin ich nicht. Bist du nicht? Ich bin Lebensgefährten und der kommt mit. Ach, der kommt mit, wie praktisch. Ja. Ach so, na gut, das ist natürlich dann was ganz Besonderes. Wenn der Lebensgefährte mitkommt, dann erleichtert das die ganze Sache schon sehr. Mhm. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ist denn das mit Kanada? Ist das kompliziert da, Einreisegenehmigung, Arbeitsgenehmigung, Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen? Also meine Arbeitsgenehmigung, also wie gesagt, das ist hier ein halbes Jahr Vorlauf gehabt. Mhm. Wir haben das jetzt aufs Knie brechen müssen. Und mit den kanadischen Behörden haben wir es jetzt so geregelt. Meine Arbeitserlaubnis habe ich gestern gekriegt per Post. Ja. Den darf ich jetzt einreisen nach Kanada. Ja. Den Rest kann ich dann von Kanada aus machen. Ach so. Weil ich muss mich ja in Deutschland offiziell abmelden beim Konsulat. Und dann muss ich das einreichen in Berlin, beim Konsulat in Berlin. Und die geben mir dann eine Ausreisegenehmigung. Aber das kann ich jetzt alles von Kanada aus machen. Und es gibt auch keine Probleme, dass du dann dort für längere Zeit, für viele Jahre bleiben wirst können? Das gibt keine Probleme. Ja. Ich habe ja einen Dauerarbeitsvertrag und das ist eigentlich das Wichtigste. Wie ist das denn überhaupt mit dem Verdienst? Verdient man in Kanada weniger als hier oder verdient man da mehr als hier? Ganz im Gegenteil. In Kanada wäre ich das Vierfache verdienen, was hier ein Deutscher verdient. Guck, das Vierfache? Ja. Ist denn das Leben auch vierfach teurer? Nee, das ist halt Amerika, ne? Die leben halt, wie sie wollen. Und da ist das Leben nicht teurer, außer einzelne Lebensmittel, die sind halt extrem teuer. Aber sonst... Also ist das ein großes Los, was du da gezogen hast? Kann man so sagen, ja. Bist du aufgeregt? Ein bisschen schon, ja. Ja, wäre ich auch. Vancouver, ist das eine relativ große Stadt, ne? Ja, Vancouver ist sehr, sehr groß, ja. Das ja. ist also ja, doppelt so groß wie Berlin, ja. Und wie ist das so? Habt ihr schon eine Wohnung? Ist das schon, oder werdet ihr erstmal? Wir haben uns ein Haus gemietet, ja? Weil das ist da einfach besser, ein Haus zu mieten, weil so extrem wie es hier mit Wohnungen und so, das ist eigentlich da nicht so üblich. Was kostet denn da ein Haus zu mieten? Also unser Haus wird $2,000 kosten im Monat, ja? inklusive Nebenkosten. Mhm. Das ist eigentlich sehr erschwinglich. Ja. Und das Haus ist schon gemietet und dieses Haus werdet ihr dann auch, wenn ihr morgen übermorgen ankommt, einziehen können? Richtig, mit unseren zwei kleinen Koffern und der kommt ja dann im Container hinterher. Also eure Sachen habt ihr schon im Container gepackt und die werden nachgeschifft? Ja, der ist schon irgendwo in Rotterdam, der Container. Ja, ich gucke ja immer sehr gerne im Fernsehen diese Filme über Leute, die auswandern. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile schon neue Serien wieder, die zurückwandern, die das nicht geschafft haben. Aber da hast du keine Sorge, dass ihr oder dass du da scheitern wirst? Nee, Sorge habe ich auch keine. Und selbst wenn ich scheitere, ich bleib drüben. Du bleibst drüben. Wieder zurück. Wissen das in Kanada, da muss man doch eigentlich dann perfekt Englisch und perfekt Französisch können, ne? Englisch schon, Französisch auf der Westseite nicht so, aber es ist halt gewünscht. Und ich werde in Kanada halt noch einen Französischkurs belegen. Ein ganz neues Leben beginnt. Ja. Ein ganz neues Leben. Hat dein Lebensgefährte denn auch schon einen Job drüben? Ja, der fängt bei der Canadian Pacific an. Ja, ist doch perfekt. Ist doch super. Das ist ja super. Mensch, Hagen, das ist aber eine aufregende Sache. Dann heißt es morgen All Germany Goodbye, ne? Genau. Mhm. Meinst du wirst so per Internet und dann doch immer wieder so
Deutschland verbunden bleiben, dass du deutsche Radiosender hörst oder Nachrichten liest und halt ja, die Seiten anklickst. Das werden wir machen. Das, also Deutschland bleibt uns verbunden, weil von meinem Lebensgefährten die Eltern wohnen ja noch hier. Mhm. Aber so, das denke ich mir schon, dass wir das noch machen werden, über das Internet mit Deutschland verbunden zu bleiben. Ja. Ich finde ja interessant, aber das wirst du irgendwann sehr viel später erst sagen können, wann man zum ersten Mal so ein Heimatgefühl hat, nachdem man ausgewandert ist. Das ist wahrscheinlich auch individuell verschieden. Ob das ein Jahr ist oder 5 Jahre oder 10 Jahre, dass ja, man... Das, ich bin ja in Deutschland auch schon viel umgezogen sozusagen, mhm, von einer Seite zur anderen, und ich gewöhne mich da eigentlich sehr schnell an die neue Umgebung. So, dann bleibt uns allen nur zu sagen, Hagen und seinem Freund, die besten Wünsche und danke, viel, viel Glück in der neuen Heimat. Danke. Und dass ihr da gut Fuß fasst und dass ihr das nie bereut und sagt, das ist genau der richtige Schritt gewesen. Das wird da auch sein. Ich finde es toll. Also ich finde das sehr spannend und könnte mir das in Kanada durchaus auch vorstellen. Naja, das mein Wunsch war es oder unser Wunsch ja, war es, und der wird jetzt morgen wahr. Super. Alles Glück der Welt, Hagen. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist Peter. Peter ist 22 und 23 ist er. Hallo Peter. Hallo Domian. Hallo Peter. Ja, schön, dass du da bist. Und zwar freue ich mich ganz doll. Ich habe es gestern schon mal probiert und jetzt habe ich dich endlich am Telefon. Ja, ich freue mich auch. Um was geht's denn? Und zwar habe ich folgendes Problem, um nochmal auf das Thema von gestern zurückzukommen, dass ich seit 4,5 Jahren eine Beziehung zu einer sehr tollen Frau habe, mhm, aber auch schon vor 2 Jahren gemerkt habe, dass ich auch Männern nicht ganz abgeneigt bin. Mhm. Und es hat sich eben so ergeben, dass ich mit einem Kumpel in eine Diskothek bin, habe da einen älteren Mann kennengelernt und er ist 43 und wie ich rausbekommen habe, auch verheiratet und hat 3 Kinder. Mhm. Seit einem halben Jahr auch noch zu einem, der ist Martin und der ist 52. Mhm. Und ich habe eben gemerkt, so, dass es ziemlich toll ist und schön und sich auch irgendwie auszuprobieren, aber ich habe halt total Angst, das meiner Freundin zu sagen, weil wir eben schon so lange zusammen sind. Und also, ja, habe Angst, dass dann die Beziehung kaputt geht quasi. Verstehe. Bist du auf der Straße übrigens da? Also ich bin gerade unterwegs, so, weil ich habe zu Hause jetzt gerade nicht mehr ausgehalten. Achso, es ist ein bisschen laut im Hintergrund, deswegen frage ich. Meiner Freundin und... Also im Klartext heißt das, du hast zwei Beziehungen zu älteren, sehr viel älteren Männern. Ja, und noch zu einer Frau. Und bist mit deiner Freundin seit 4 Jahren zusammen, sagst du? Ja, die ist 20 und seit 4,5 Jahren sind wir zusammen. Ja, seit 4,5 Jahren. Dann hast du die aber sehr, sehr jung... Ja, schon. Also ich kenne die schon seit meiner Schulzeit. Also sie geht noch zur Schule. Mhm. Und ich kenne die seit meiner Ausbildung zum Verkäufer. Und wie ist denn so eure Beziehung? Ja, ist schon ganz schön. Aber? Und es gibt ja auch viel so irgendwie, aber ich merke halt in letzter Zeit, dass irgendwie nicht mehr so passt. Also von meiner Seite aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich irgendwie mehr erhofft. Mhm. Aber das ist irgendwie auch in so einer Probierphase auch irgendwie. Mhm. Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung, was ich da machen soll. Würdest du denn sagen, hast du den Eindruck, dass du immer mehr dich zu einer schwulen Identität entwickelst oder dass du ein bisexueller Mann bist? Also das ist schwer zu sagen, so, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, also dass mir beides sehr viel auch Geborgenheit gibt und Nähe und einfach Wärme, so dass ich mich geborgen und total pudelwohl fühle. Die beiden Männer, mit denen du Kontakt hast, also du hast dann ein Faible für ältere Männer, ne? Du stehst dann eher auf die Älteren. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt irgendwie. Älteren sind hat sich irgendwie so, einfach so ergeben, so, dass die halt älter waren und irgendwie... Ist ja okay, also wenn es denn so ist, ist es so. Auch die Gespräche mit denen und das war irgendwie total intensiv und ja, auf einer gewissen Ebene, die einfach total nett war. Wissen die Männer voneinander? Nein. Nee, wissen die Männer, dass du eine feste Beziehung zu einer Frau hast? Nein, also ich habe zu allen gesagt, dass ich Single bin. Also du belügst alle im Moment, deine Freundin, den einen Mann, den anderen Mann. Ja, weil ich denke mir, sonst würde es nicht funktionieren irgendwie. Natürlich, aber, ja, aber, so ist es manchmal. Ich habe auch irgendwie so das Bedürfnis zu allen irgendwie, also eine gewisse Beziehung aufzubauen. Ja, aber du machst es ja auf der Basis einer penetranten Lüge oder von penetranten Lügereien. Aber ich kann mir halt auch irgendwie... Nicht vorstellen oder so, wie es sonst irgendwie funktionieren würde.
Ja, dann müsstest du wahrscheinlich dein ganzes Leben aufbrechen und aufräumen. Dann würde das funktionieren. Ich wollte mal fragen, sind die beiden Männer, der eine, hast du gesagt, ist auch verheiratet? Ja, also Sven ist 43 und hat auch so viel, weil ich weiß, irgendwie 3 Kinder. Ja. Und Martin ist 51 und keiner. Und ist das ein schwuler Mann, der 51-Jährige? Ja, schon. Ja. Und wie oft siehst du so die Männer? Das ist total unterschiedlich. Also wie die Zeit haben, wie wir uns anrufen und uns sehen wollen. Mhm. Aber hält sich irgendwie, habe ich gemerkt, so voll die Waage irgendwie mit allen. Ich sehe die Woche so fast wie Abwechslung. Verstehe. Aber Peter, ich meine, darüber müssen wir ja gar nicht reden. Dass du wahrscheinlich schon an einem Punkt angekommen bist, wo du hoffentlich ein schlechtes Gewissen hast. Weil du gaukelst. Das Ding ist halt, dass es mir halt so total gut geht. So ja, aber es geht dir nur gut, weil du lügst. Wenn du ehrlich bist, werden sich die Sachen schon etwas anders entwickeln. Du sagst, dass du zu jedem von diesen dreien, die dich umgeben, ein Gefühl entwickelt hast. Aber wenn ich jetzt so rational denken würde, so dann es geht mir halt emotional total gut, so irgendwie jetzt gerade so in einem Abschnitt in meinem Leben. Ja, aber die Frage ist ja, wie lange willst du denn dieses Lügengeflecht aufrechterhalten? Da habe ich mir noch gar keinen Gedanken gemacht. So, ich versuche irgendwie so einen Alltag irgendwie reinzuleben. So. Ja, aber stell dir mal vor, das würde mit dir jemand machen. Zum Beispiel vor allen Dingen deine Freundin auch. Das, für deine Freundin bricht eine Welt zusammen. Wenn da würde ich sofort Schluss machen. Bitte? Also da würde ich sofort Schluss machen, ja, glaube ich. Ja, ja. Deswegen würde ich erstmal an deiner Stelle mir Gedanken machen, was ist das mit der Freundin? Ist das noch eine wirklich intakte Beziehung, ist die solide, hat die Grundlagen. Ich würde dazu tendieren, mein Gefühl sagt mir, dass die keine ordentliche Grundlage mehr hat. Das heißt, es ist schon mehr so irgendwie so Alltag, man kennt sich 4,5 Jahre. Ja, genau, genau. Und wir haben schon total viele Sachen und Urlaube irgendwie zusammen erlebt und jeder geht zu seiner Arbeit nach und wir sehen uns immer mal. Ja, ja. Schläfst du denn mit deiner Freundin noch? Also sehr selten. Ja. Also wäre die erste Frage, die Beziehung in Frage zu stellen. Und zu sagen, ist das eigentlich noch eine Beziehung oder sollten wir uns lieber ordentlich sachlich trennen? So, dann wärst du schon mal eine Nummer freier. Dann wäre schon mal ein Problem gelöst. Ja, ich glaube, ich muss sie dann echt mal anrufen. Ja. Bitte? Ich glaube, ich muss sie dann echt mal anrufen. So, ich bin schon vorhin in Tränen ausgebrochen und man muss erst mal in die frische Luft. Deswegen ist es ein bisschen laut. Ja. Aber ich mach mir da schon die ganzen Tage Gedanken. Ja. So, deswegen bin ich total froh, dass du Konzept für mich hast. Ja, also ich sag's dir nochmal, ich finde, dass du die Sache mit deiner Freundin ins Reine bringen musst. Und das geht eigentlich letztendlich, glaube ich, nur mit einer Trennung, so wie mir das bei dir zu sein scheint. Ja, es ist schon schwer irgendwie. Jetzt bist du ein bisschen abgelenkt, weil ich höre da Stimmen, ne? Auf der Straße. Ja, da laufen Leute lang, ich geh zwar weiter. Ja. Also, aber letztendlich ist auch alles gesagt. Die Beziehung ist, glaube ich, nicht intakt. Das heißt, wenn du dich aus dieser Beziehung verabschiedest, vielleicht musst du deiner Freundin ja auch gar nicht die Schmerzen antun und ihr das alles so beichten, was da schon gelaufen ist. Was mir halt total wehtut, ist halt, was sie, wie oft sie für mich da war, was sie für mich bedeutet, wie sehr sie eigentlich, muss ich auch sagen, irgendwie liebe so, aber trotzdem ist da irgendwie noch die andere Affinität so zu anderen Männern. Und ja, habe ich schon verstanden. Aber beides geht eben nicht auf Dauer. Ja. So, und wenn dieses geklärt ist, dann musst du halt sehen, wie du dich mit den Männern da arrangierst. Das ist dann das nächste große Problem. Aber ich glaube, das erste Ding ist, dass du dich über deine Beziehung, dass du dir darüber Gedanken machen musst und da auch entscheidend was verändern musst. Ja, das stimmt, das muss. So, Peter, jetzt geh mal wieder hoch und überleg mal ein bisschen, wie du da vorgehst. Ja, das muss ich mal machen. Wünsche dir alles Gute und toi, toi, toi. Danke, Domian. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke dir auch, tschüss. Rita, 36. Hallo Rita. Hallo Domian. Hallo Rita. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich bin seit 15 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ja. Und seit 9 Jahren verheiratet. Ja. Und seit einem Jahr habe ich eine SMS-Affäre. Eine SMS oder eine SM-Affäre? SMS. Seit einem Jahr? Ja, seit einem Jahr. Wie, nur über Handy? Ja, nur über Handy. Was ist denn das für eine Affäre? Ihr habt euch noch nie angerufen? Wenn wir uns anrufen, reden wir normal miteinander. Wie normal? Da reden wir nicht über Sex oder Sonstiges, sondern über alltägliche Themen oder so. Oder wenn er Probleme hat oder ich Probleme habe. Aber ihr habt euch noch nie gesehen?
Na doch. Doch. Wir sehen uns jeden Tag. Ach so, SMS-Beziehung. Ich denke, dass ihr euch dann nur über die SMS-Geschichten... Nee, es ist halt so, ich putze und er arbeitet dort. Und er hatte vorher mit einer Arbeitskollegin eine Affäre. Mhm. Und irgendwie haben wir uns dann halt auch einwandfrei verstanden. Ja. Und aber aus den normalen Gesprächen ist dann irgendwie das reingerutscht mehr in den Sexbereich. Ja. Und ich sag mal so, ich kann einfach aber auch nicht irgendwie damit aufhören. Ich würde es zwar gerne tun, aber ich kann es nicht. Also real habt ihr noch keinen Sex miteinander gehabt? Nein. Überhaupt gar nichts? Nein. Obwohl ihr euch jeden Tag seht? Ja. Habt ihr euch schon mal geküsst real? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Angefasst schon mal real? Nein. Nein. Das ist ja das. Das heißt, der Sex, jetzt fange ich an, das zu verstehen, der Sex läuft nur über SMS? Ja. Ihr simst euch schmutzige Sachen? Ja. Und macht euch dann gegenseitig scharf? Ja. Und wie viel Simse gehen da so hin und her? Schon sagen wir mal so, das höchste der Gefühle war 300 Euro im Monat für die Handyrechnung. Und da habe ich gesagt, also das kann nicht sein. Und da habe ich es geschafft, wirklich mal einen halben Monat durchzuhalten. Bloß er ist so hartnäckig, also da sage ich mir, mein Gott. Entschuldige mal, ja? Das wäre mir alles viel zu umständlich. Wieso, wenn ihr euch schon nicht trefft, wieso macht ihr keinen Telefonsex? Das SMS ist irgendwie, ich habe sehr viel Fantasie, das ist mein Problem auch. Ja gut, das kannst du am Telefon auch sagen. Oder ist es so, dass du das Gefühl hast, deinem Freund oder deiner Beziehung, deinem Mann, weniger fremd zu gehen, weil das irgendwie ein bisschen distanzierter ist mit der SMS? Ja. Ja, ne? Das ist das. Es schottet ab, aber jetzt ist das Problem, er will sich mit mir treffen. Der Geliebte. Jo. Mhm. Und ich bin halt dabei eigentlich, ich habe mich jetzt schon mindestens bei 3-4 Terminen, die er gesagt hat, habe ich abgeschaltet. Und der Grund ist? Ja, ich habe auch 2 Kinder. Weil du ein schlechtes Gewissen hast, fremd zu gehen. Und möchtest das nicht noch weiter vorantreiben. Sagen wir mal so, mein Körper und mein Verstand sagen am besten, renn los und mach und tu. Ja. Aber das andere sagt alles, du hast hier Familie, du hast Kinder. Und also der Körper sagt rennen und der Verstand sagt, du hast Kinder. Ja. So, ne? Müsste man es vielleicht sagen. Ja, so. Ja, genau, so muss man sagen. Und es ist halt schwierig. Mhm. Weil ich sage mal, bei meinem Mann und bei mir ist es halt so, ich sage, es ist halt irgendwie eingeschlafen. Mhm. Also es gibt kaum oder gar keinen Sex mehr? Sex schon, bloß ich sage mir, umso, es klingt vielleicht jetzt doof, aber umso älter mein Mann wird, umso mehr will er. Ach. Und ich, bei mir ist es so, jetzt, nachdem ich die Tochter bekommen habe, ist das irgendwie so abgeklungen. Mhm. Mit deinem Mann? Ja. Aber nicht generell? Nee. Generell nicht. Mit dem anderen Typ würdest du schon gerne? Ja, da würde ich schon gerne. Aber du hast keine Lust mehr auf deinen Mann, ehrlich gesagt? In gewisser Hinsicht ja, aber zum Beispiel, er ist jetzt nicht da seit einer Woche schon und jetzt langsam, also sehne ich mich schon nach ihm. Mhm. Also ich freue mich so riesig darauf, wenn er wieder nach Hause kommt und alles. Und dann ist, sagen wir mal so, ist es auch wieder wie, als wenn wir uns zuerst getroffen hätten. Finde ich eigentlich eine schöne Aussage. Finde ich, klingt gut. Wie alt ist der Mann denn? Der ist, oh ja gut, wie alt ist mein Mann hier? Das ist gut. Der wird nächstes Jahr 50, also ist er 49. Ah ja. Aber das finde ich eigentlich eine schöne Aussage. Er ist eine Woche jetzt nicht weg und irgendwo freue ich mich schon wieder auf ihn. Und ja. Also im Prinzip ist die Ehe in Ordnung. Ja, auf gewisse Hinsicht und Weise, weil er sagt immer, wie zum Beispiel beim Sex, ja, er unternimmt immer, macht immer, tut und ich bin die Passive, die gar nichts macht. Hm. Stimmt das? Ich weiß es auch nicht. Am Anfang war es genau umgedreht. Ich bin seine erste Freundin, seine erste Frau. Ach so. Achso. Und da hatte ich immer, ich habe immer Gas gegeben am Anfang und habe immer, ich musste ihm ja sozusagen alles beibringen. Aber da hat er spät angefangen, wenn er jetzt schon 50 ist und du seine erste Frau warst und ihr seit 15 Jahren euch kennt, hat er spät angefangen. Ja, 35. Ja, ja. Also das kommt von seiner Familie her. Aber du hattest vorher schon Erfahrungen mit anderen Männern. Ja, aber nicht sehr viele, weil ich mit 17 und dann gleich mit 18 Kind. Achso. Wie viele Kinder habt ihr jetzt zusammen, ihr beiden? Wir haben eins zusammen. Ich habe den, meinen Sohn habe ich mitgebracht. Achso, und noch ein Kind jetzt zusammen. Ja, der Große ist 17 und die Kleine ist 3. Verstehe. Mhm. So ganz, ganz klar gefragt, liebst du deinen Mann? Jein. Das heißt nein. Das heißt nein. Jein gibt's nicht. Das ist so wie ein bisschen schwanger. So
Zukunft. Ja, bist du schwanger? Ja, das gibt's auch nicht. Ich sage mal, ich liebe ihn schon, das weiß ich. Mhm. Ich sage mal, er tut alles für mich. Aber eben auf einer anderen Ebene, ne? Ja, Ich sage mal, das alte Lied. Prickeln ist irgendwie fehlt. Mhm. Das Prickeln ist nicht mehr da. Wenn er mich anfasst, ist das irgendwie so wie, ich habe einen Lederhandschuh an. Er hat einen Lederhandschuh an und tut mir mal kurz zack und bin fertig. Mhm. Was meinst du, Rita, wie viel Paaren das so geht, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, ich weiß bloß nicht, wie ich da rauskomme. Das ist ein großes Problem. Das ist wirklich ein verdammt großes Problem. Da hat man einen Partner, den man eigentlich schätzt und ehrt und in einer gewissen Weise auch liebt, klar. Mhm. Man hat Verantwortung zusammen, man hat ein Kind. Aber man ist ja auch noch Mensch und hat auch noch andere und noch sinnliche Bedürfnisse und möchte die irgendwie auch befriedigen. Wie kriegt man das unter einen Hut? Entweder mit Lügen oder durch Verzicht oder mit Offenheit. Nur die drei Möglichkeiten gibt es. Das ist das Problem. Die drei Möglichkeiten gibt es, das stimmt. Es ist nur halt so, ich versuche ihm das zwar zu sagen, aber irgendwie merke ich halt, dadurch, dass ich seine Erste bin, es ist halt schwierig. Mhm. Wäre das denn für dich, ich spinne jetzt nur mal so ein bisschen rum, wäre das denn für dich eine Möglichkeit, vielleicht, wenn du ihn mit einbinden würdest und wenn ihr zum Beispiel mal was mit einem anderen Pärchen machen würdet? Oder in einen Swingerclub gehen würdet? Ich wollte mit ihm mal schon in den Swingerclub gehen, weil da guckt er mich an wie so ein Auto. Ja, dann hast du ihm vielleicht noch nicht richtig klar gemacht, wie ernst das für dich ist. Na, das weiß er eigentlich. Ja, ich habe zu ihm gesagt, Mensch, ich habe schon auch mit Frauen früher in meinem Leben und ich weiß, wie das ist und es interessiert mich halt. Mhm. Und ich habe auch gesagt, Mensch, mal jetzt da reingehen und bloß zuschauen, das wäre auch mal schön. Mhm. Aber er ist da irgendwie, also merkt man, sag mal so die Erziehung. Ja, wenn du, also er hat da überhaupt keine, er will nicht oder er schämt sich oder er ist blockiert. Ja, er ist richtig blockiert. Das heißt, so ganz in seinem Tiefen würde er vielleicht auch wollen, wenn er nicht so viel... Nein, denke ich eigentlich nicht, weil er, weil viele von unseren Freunden sagen, Mensch, ihr passt so gut zusammen und alles und überhaupt. Und ich sage, ja, das stimmt, auf eine gewisse Art und Weise ist es perfekt, aber bei dem Sexuellen, da ist es irgendwie... Ich weiß es nicht, da hängt einfach das zu sehr. Wenn du, ich meine, du hast es ja schon angesprochen, das sagt mir ja auch nochmal, was für ein Druck da bei dir herrscht, dass ihr zusammen in den Swingerclub gehen würdet wollen gerne, oder dass du gerne gehen willst. Wenn er dann Nein sagt oder abwinkt, wenn du ganz keck sagen würdest, ach, dann gehe ich mal alleine, bist du mit einverstanden? Was wäre dann? Ich wüsste gar nicht, aber wo hier welche wären. Nee, nur mal so, würde er da... vielleicht sogar sagen, okay, geh? Nein, würde er nicht. Ah. Ja, kenne ich ihn zu gut. Ah, jetzt ist aber auch. Ich hatte schon gehofft, du würdest jetzt sagen, ja, dann hätte man eine kleine Lösung vielleicht gefunden. Ja, aber er ist, merke ich ja genau, also. Ah. Es ist ja auch so, er ist mit Frauen zusammen, also sehr viele Frauen. Und ich glaube, man könnte ihn, entschuldige jetzt den Ausdruck, nackt daneben legen, es passiert absolut nichts. Mhm. Also er ist sehr treu und alles. Mhm. Er hat große Lust, aber das konzentriert sich alles auf dich. Ja, es ist alles direkt bei mir und ich fühle mich so unwohl, dass in mir selber, sobald ich an den anderen denke, könnte ich wirklich hier alles stehen und liegen lassen, aber das will ich nicht. Mhm. Hast du diesen anderen Typ denn, da haben wir gerade noch gar nicht drüber gesprochen, bist du da auch ein bisschen verliebt oder ist das eine reine sexuelle Attraktion? Verliebt nicht, das ist wieder mal den Kick zu spüren. Kick und Sex und sowas. Ja, einfach nur mal wirklich wieder... Prickeln und dass man sagt, Mensch, wow, das ist wieder da. Ich habe noch Gefühl. Wie einfach die Sache zu lösen wäre, wenn er mitziehen würde. Das wäre optimal. Du sagst, ich bin gar nicht verliebt in diesen anderen, ich will nur nochmal so richtig schön kribbeln und Sex und sowas erleben. Ich weiß halt nicht, ob es dann, wie hat meine Freundin zu mir gesagt, ja, was würde passieren, wenn du es dann gemacht hast, ja, und dann kommt das schlechte Gewissen. Wie würde denn reagieren, wenn du sagen würdest, ich habe es gemacht? Er würde sich sofort trennen. Würde sich sofort trennen? Ja, das kenne ich. So, dann musst du ihm, finde ich, da muss jetzt eine Lösung her. Da musst du ihm das wirklich, ich habe die Vermutung, dass du es ihm noch nicht wirklich knallhart klar gemacht hast, wie ernst das bei dir ist. Du musst es ihm noch klarer machen, dass das ein großes Eheproblem werden könnte für euch beiden, wenn da nicht irgendetwas passiert. Und schlag das nochmal vor mit einer Gemeinsamkeit. Versuche ihm nochmal diese Brücke zu bauen, diese goldene Brücke. Es ist halt ziemlich schwierig. Ich würde es euch raten, dringend mit einem Therapeuten zusammenzumachen.
Ganz dringend. Eheberatung oder? Ja, mit Eheberatung. Ganz dringend. Wie kriegt man das da hin? Würde ich dir gleich von meiner Psychologin erklären lassen. Ja. Fände ich in dem Fall gut, dass da wirklich ein Fachmensch beisitzt, der das Ganze ein bisschen moderiert und koordiniert auch. Denn für dich ist es eine ernste Sache. Für mich ist es ernst und ich sage immer, das Kribbeln bei mir ist so stark. Ich versuche mich zwar dagegen zu wehren, es ist aber halt, sobald ein SMS kommt, da weiß ich, ja genau, er ist es. Verstehe. Und ich garantiere, über kurz oder lang wirst du schwach und du wirst es tun. Ja, das weiß ich. Das wird so kommen, ja, glaube ich auch. Das witter ich schon jetzt. Davor ist eigentlich, sage ich mal, bin ich nicht mehr gefeit. So. Ich habe schon vieles eingesteckt, aber da... Und dann bist du ganz schnell auf der Schiene, dass du dir eine heimliche Affäre nebenher hältst und fremd gehst. Und das ist genau das, was nicht auf Dauer geht. Das geht nicht. Das weiß ich. Da hat du einen guten Satz gesagt, der jetzt vor mir dran war. Da hattest du gesagt, irgendwie mit der Dauer, das fällt mir der Satz nicht mehr ein. Weil den fand ich total passend bei mir. Ja, ja. Und es ist halt irgendwie schwierig, ich sage mal, jemanden einfach überhaupt über dieses Thema zu reden. Ich sage mal, ich bin offen erzogen und alles. Also, weil ich komme aus der ehemaligen DDR und er ist genau das ganze Gegenteil. Und das ist schwierig, überhaupt an den Rand zu treten. Verstehe. Jetzt machen wir es so, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, Rita. Wir versorgen dich erstmal mit einer guten Eheberatungsstelle in deiner Gegend. Und ich würde es auf jeden Fall über den Weg gehen, damit du dir auch nichts vorzuwerfen hast hinterher. Damit du für dich sagen kannst, ich habe ja alles versucht, mehr kann ich nicht machen. Ja. Das finde ich das Allerwichtigste. Und dann werden die Dinge sowieso ihren Lauf nehmen. Ja. Aber tu was. Und jetzt legst du auf und wirst von Magdalena zurückgerufen. Okay. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Claudia ist hier. Claudia ist 35. Hallo Claudia. Ja, hallo Domian. Hallo Claudia. Um was geht's bei dir? Also es geht bei mir darum, ich habe heute mich von meinem Freund getrennt. Nach wie vielen Jahren? Ja, wir sind 3 Jahre jetzt befreundet. Mhm. Aber er hatte seine eigene Wohnung bisher. Und die hat er jetzt verloren und deswegen musste er zu mir. Mhm. Ja, und also er musste in deine Wohnung ziehen? Richtig, ja. Weil er aus der Klinik kam und von dort aus habe ich dann halt ihm gesagt, er kann so lange hier bleiben, bis er eine eigene Wohnung hat. Warum hat er die verloren, seine Wohnung? Ja, also seine Ex-Partnerin ist an Alzheimer erkrankt und er hat also... Wie alt ist denn seine Ex-Partnerin? Die ist älter als er. Ich meine, mein Ex-Freund hat auch schon mal mit dir gesprochen. Wie alt ist denn dein Ex-Freund? Er ist 44 und seine Ex-Partnerin ist 59. Verstehe. Hm. So, die Frage war immer, warum er die Wohnung verloren hat. Ja, weil die Wohnung hat er verloren, weil er in der Klinik war und der Betreuer von seiner Ex-Partnerin in der Zwischenzeit sie dort rausgeholt hat aus dem gemeinsamen Haus. Und er hat dann so ein Schreiben bekommen, dass er das nicht mehr betreten darf. Der hat eine Anzeige wegen Bedrohung und Diebstahl bekommen. Also die haben da ganz integrant... Also der hatte diese Wohnung schon noch bei seiner Ex, während ihr beiden zusammen wart? Richtig. Ah ja. So. Ja, und er hat sich also nicht entschieden. Er hat nicht gesagt, ich will dies oder ich will das. Und ich denke mal, das war auch eine ziemlich komplizierte Beziehung, weil wir beide an Traumas, also posttraumatische Belastungsstörung nennt sich das, als Erkrankung. Und du hast ihn auf jeden Fall dann in deine Wohnung genommen und heute hast du dich von ihm getrennt, sagst du. Ja. Warum hast du dich von ihm getrennt? Ich habe mich von ihm getrennt, weil meine Kinder Angst um mich hatten. Warum haben die Angst um dich? Die haben schon das miterlebt, wie wir uns gestritten haben. Ich habe auch schon bin auch schon von ihm geschlagen worden. Und ich habe allerdings auch für ihn zu viel getan. Ich habe ihm das Leben 3-mal gerettet. Ja. Hast du ihn denn heute rausgeschmissen? Ich habe ihn mit der Polizei rausholen lassen. Du hast ihn mit der Polizei rausholen lassen? Das heißt, es ging nicht ohne Polizeihilfe? Nein. Als ich ihm gesagt habe, dass er rausgehen soll oder dass er gehen soll, weil er wusste ja auch nicht wohin, da ist er ganz böse und fies geworden. Und ich glaube, bei ihm setzt auch oben was aus. Er hat hier getrunken, Wodka.
Achso, er hatte einen gepichelt. Ja, mehr als das. Er war besoffen. Hat sich eingeschlossen und... Da war die Lage aber schon sehr, sehr, sehr ernst. Wenn, ja. wenn man schon die Polizei ruft, um den eigenen Freund, mit dem man 3 Jahre zusammen war, rauszuschmeißen, dann verstehe ich schon, in welcher Not du auch warst und welcher Angst vielleicht sogar. Ja, auch Gewaltfantasien, dass er jemanden was antut oder... Mhm. Wo ist er denn jetzt? Also er ist jetzt in einem betreuten Wohn. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie es heißt. Nein, das brauchst du auch keinen. Also das konnte man so gut schnell organisieren, ja. dass er direkt also, dann dahin gekommen ist. Also man kann ja aufgrund von häuslicher Gewalt Männer verweisen von der Wohnung, auch wenn sie nichts haben, also wenn sie keine Wohnung haben, dann gibt es da Möglichkeiten, ja. Aber betreutes Wohnen heißt, hat er denn auch, ist er seelisch erkrankt, psychiatrisch erkrankt? Ja. Ist er, ja. Definitiv, ja. Also ich will mich davon nicht freisprechen. Ich habe auch ziemliche schlechte Erfahrungen in meinem Leben leider gemacht bisher. Ich will das natürlich gerne ändern. Und ich machte auch Therapie und er wollte das auch und der war auch da bestrebt, aber er hat zu viel Sorgen gehabt. Ist das für dich jetzt, ein paar Stunden später, jetzt wo wir beide uns auch unterhalten, ein Gefühl der Erleichterung, dass er weg ist? Oder plagt dich irgendwie eventuell doch ein schlechtes Gewissen? Beides. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 Kinder. Wie alt sind die? 14 und 11. Das heißt, mit denen kann man schon sehr ordentlich und normal reden über all die Sachen. Ja. Und die hatten Angst um dich? Ja, auf jeden Fall. Also mein Sohn hat die letzten, also Mittwochabend hat er sich eingeschlossen. Da bin ich schon mit den Kindern weggefahren. Ich mache Schule, ich bin nicht zur Schule gegangen. Weil ich die Kinder abends nicht alleine lassen kann. Und dann glaube ich, ohne eins leiten zu können, dass du auf jeden Fall in dieser Sache das Richtige getan hast. Ja, und ich habe nur Angst, wieder schwach zu werden. Das ist mein Problem, wo ich da die Hilfe bekomme. Wieder schwach zu werden, dass du sagst, okay, komm zurück. Ja, ich werde ja verrückt irgendwann davon. Also immer wieder zu verzeihen und das Schreckliche zu vergessen, das geht nicht. Das glaube ich, Claudia. Jetzt gucke ich auf die Uhr und höre die Musik im Hintergrund. Das heißt, jetzt die Sendung hier ist vorbei. Ja. Aber wir werden dich jetzt gleich wieder zurückrufen. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ist in Ordnung. Darf ich von dir vielleicht auch noch eine Fankarte haben? Sehr gerne. Dann sagst du gleich auch meiner Psychologin noch deine Anschrift, ja? Ich wollte auch nur sagen, ich sehe deine Sendung schon seit 7 Jahren oder so. Sehr nett, sehr nett. Ich muss Schluss machen, Claudia. Alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns gleich wieder. Tschüss. In der Technik, Michael Verhoeven. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin, tschüss.